Hallo zusammen und damit heiße ich euch nun endlich nach der Sommerpause hoffentlich erholt, frisch und munter zurück zu einer weiteren neuen Folge von uns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche zeigen wir euch Aufnahmen, die auch für uns nicht alltäglich waren. Zugegebenermaßen hatten wir auch etwas Glück, dieses Video überhaupt drehen zu können. Heute geht es um viel Geschichte, Prestige und Ruhm, aber auch um Kriegsgefangene, Dinge wie Kraft durch Freude und politische Verhaftungen. Sperrt also die Lauscher auf und lehnt euch zurück. Ich konnte einiges für euch zusammentragen, um die Geschichte vollumfänglich zu erzählen. Wenn ihr weitere Videos und Dokumentationen über verlassene Orte hier im Osten Deutschlands sehen möchtet, dann hilft nur ein Blick auf unseren Kanal. Und wenn ihr einmal bei uns seid, dann schenkt uns am besten gleich ein Abo mit dazu. Damit unterstützt ihr uns am meisten. Nun geht es aber erst einmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeigen wir euch den einstigen Kristallpalast. Dieses Mal befinden wir uns etwas außerhalb, rund anderthalb Stunden auswärts unserer Heimatstadt, um ein Objekt zu sehen, über welches die letzten Jahre immer mal wieder berichtet wurde, vor allem in der Szene, aber es tat sich sanierungstechnisch eher wenig. Die Rede ist vom Kristallpalast und ja, es gab eine Zeit, da hatten einige größere Städte so einen Ort mit eben diesen Namen. Der vermeintliche Palast war hier Sinnbild für Veranstaltungen der damaligen Gesellschaft, die etwas auf sich hielt. Naja, zumindest am Anfang und zwischendurch, aber beginnen wir am besten beim Urschleim. Damals noch am Stadtrand gelegen, entstand ab Sommer 1889 durch die Gebrüder und Brauereibesitzer August und Wilhelm Allendorf das hier gezeigte Objekt. Über die Gründe lässt sich nur spekulieren, da aber wenige Jahre später, auch wenn durch die Nachfahren eine Stiftung für Waisenhäuser und den Erhalt von Kirchen entstand, gehe ich davon aus, dass man ein wohltätiges Händchen hatte und der städtischen Bevölkerung diesen Veranstaltungsort mehr oder weniger schenkte. Inwieweit die Brüder bei den Planungen selbst mitwirkten, ist ebenso ein Rätsel. Ich glaube nicht unbedingt, dass man die ganze Region aufforsten wollte, was allerdings mit der Fertigstellung in der Tat passierte. Tatsächlich ließ sich hier mit Sicherheit auch das eigene um die Ecke gebraute Biergut verkaufen, aber das ist nur eine Randtheorie. Von den Bauherren und den ersten Besitzern liest man in der weiteren Historie so gut wie nichts mehr, obwohl man über Jahrzehnte in Besitz der Immobilie war.
Übrigens trug das Gebäude nicht wie vermutet von Beginn an den Namen Kristallpalast, damals noch mit C und Y geschrieben. In den ersten Jahren schmückte es sich selbst als, Zitat, Haus der vornehmen Gesellschaft oder Amüsement für die vornehme Gesellschaft und das aufstrebende La Boheme, was so viel wie freie und offene, junge Verwirklichung entgegen den bisherigen Normen in so gut wie allen künstlerischen Bereichen bedeutete. Sicherlich ganz nett gemeint, also der Name, aber dieser war einfach zu lang und das hatte man später wohl auch selbst gemerkt. Wann allerdings der Kristallpalast bzw. der Kristall und der Palast zueinander fanden, darüber fand ich leider keine eindeutigen Quellen oder Belege. Ich schätze mal, dass es nach der Jahrhundertwende zur Namensänderung kam, aber eine genaue Zahl fand ich leider nicht. Vor Ort entstand in etwa 2 Jahren Bauzeit erst ein Speisesaal und einige Kongresssäle im Rayon-Stil. Nach etwa 1 Jahr Bauzeit kam es dann wohl aber zum Umbruch der Baupläne, worauf man einen noch größeren Saal errichtete, der das eigentliche Hauptgebäude nun zum Vorderhaus degradierte. Rückblickend kein schlechter Gedanke, wie sich noch zeigen sollte. Am 9. Juni 1892 endeten dann pünktlich zu Pfingsten die Bauarbeiten an einem Pfingstsamstag. Ein absoluter Gewinn für die Stadt, denn etwas Vergleichbares gab es nicht mal überregional in dieser Größe. Das spätere Hauptgebäude mit Vorderhaus, hier gut zu sehen, umfasste auf 2 Etagen plus Keller vollumfänglich Veranden, Kolonnaden, Speise- und Geschäftssäle sowie eine Küche und nicht zuletzt den großen Saal mit exakt 2710 Plätzen. In den Jahren nach der Eröffnung, vor allem in den goldenen 20er Jahren, wurde das Etablissement zum Kassenschlager. Heute würde man sagen, the place to be. Wer etwas auf sich hielt, der ging hierher. Essen und Trinken mit der Familie, die Dame abends ausführen, Geschäftsessen, Firmenveranstaltungen und Familienfestlichkeiten, Theater, Kabarett, saisonale Feiern wie Karneval sowie akrobatisch waghalsige Nummern von Artisten und verschiedenste Aufführungen, vor allem im mehrsprachigen musikalischen Bereich, gingen hier sprichwörtlich über die Bühne. Später warb man mit dem Slogan „Größter Konzert- und Ballsaal der Provinz Sachsen“ und das war keine Lüge, denn der Stahlbetonbau steckte noch in den Kinderschuhen und sollte vor allem ab den 30er Jahren für größere und stabilere Bauten sorgen, auch wenn diese meist einen anderen Zweck hatten, wenn ihr versteht. Übrigens war Sachsen damals noch etwas größer, als es heute der Fall ist. Hier mal ein Vergleichsbild. Übrigens, in Folge 142 zeigten wir euch einen ganz ähnlichen Ort in Gera. Ich verlinke euch dazu jetzt hier oben rechts das Video. Schaut bei Interesse gerne mal rein. Viele Dinge gleichen sich hier, vor allem die Größe und das regionale Interesse. Im Ersten Weltkrieg musste der große Saal behelfsweise als Hilfslazarett herhalten, was für viele Hallen und Säle in diesen Tagen keine Seltenheit war, sondern zum Standard zählte, um die Massen an Verwundeten wenigstens im Ansatz versorgen zu können. Nach dem Krieg entwickelte sich der Veranstaltungsort zum regional wichtigsten kulturellen Zentrum seiner Zeit. Leider rückten den gut besuchten kulturellen Veranstaltungen vor allem nach dem Ersten Weltkrieg immer mehr politische Propaganda und Rednerabende auf den Leib, ein Phänomen, wie es in vielen deutschen Städten zunehmend zu beobachten war, nachdem man als Verlierer vom Ersten Weltkrieg zurückstecken musste. So wurde der Kristallpalast 1918 zum Zeugen bzw. zum Gründungsort des Stahlhelms, dem Bund der Frontsoldaten. Dieser Wehrverband, gegründet von Franz Selter, sollte inklusive dessen Jugendorganisation später zum Vorboten demokratiefeindlicher Organisationen werden. Bis zur Gleichschaltung der Organisationen 1933-34 traten insgesamt 314.000 wehrfähige Männer dieser Vereinigung bei, die allesamt nach Auflösung in die SA, also der Sturmabteilung, als SA Reserve 1 übernommen wurden. Der Stahlhelm stellte in der Folge auch den Saalschutz des Kristallpalastes. Die Frage war, wofür? Vermutlich, um politisch Andersdenkende einzuschüchtern und zu vertreiben. Denn auch der Stahlhelm machte um seine Waffengewalt keinen großen Hehl. So kam es am 1. Mai 1923 zur Verhaftung des estnischen
Geigers und bekennenden Kommunisten Eduard Sirmus, damals bekannt als der Rote Geiger. Die Geheimpolizei nahm ihn nach einem Solidaritätskonzert für die russische Arbeiterhilfe fest. Häufig erwähnt wird hierbei, dass während der Verhaftung eine seiner Vitacek-Geigen zerbrach, wobei er später vom Leipziger Konservatorium eine neue Violine gespendet bekam. Dreißig änderte sich dann nach knapp 40 Jahren der Besitzer. Warum oder wieso das geschah, ist nicht weiter bekannt. Fakt ist aber, dass der Veranstaltungsort in private Hände ging. Die Rede ist von der Familie Jordan, zu der man im Netz abgesehen von der späteren Erbengemeinschaft nicht so viel findet. In der Folge kam es zu einer umfangreichen Sanierung am Objekt. Ab 1933 fanden nun auch KDF, also Kraft durch Freude, Veranstaltungen regelmäßig hier statt. Diese Organisation bestand bis zum Zerfall des Dritten Reiches 1945 und war zusammen mit dem Amt für Reisen und der Wandern und Urlaub eine der drei größten Reiseveranstalter im Deutschen Reich. 2 Jahre vor Kriegsbeginn 1937 wurde das Vorderhaus des Kristallpalastes abgerissen, nachdem es wohl zu erheblichen Sicherheitsbedenken kam. Was genau am Gebäude Probleme machte, ist ungewiss. Man hatte hier auch viel Holz verbaut, vielleicht kam es da zu statischen Problemen oder man wollte vielleicht einfach einen Vorplatz haben und vollzog den Abriss unter einem Vorwand. Ab Ende 1940 war dann erstmal Schluss mit Lustig und es fanden gar keine Veranstaltungen mehr im Kristallpalast statt. Das Heeresbeschaffungsamt beschlagnahmte das Gebäude, um es als Getreidelager zwischenzeitlich zu nutzen. Sicherlich hätte man dafür auch kurzfristig eine andere Unterbringungsmöglichkeit finden können, warum man ausgerechnet auf einen Ort der Öffentlichkeit, der auch den Nationalsozialisten für Propaganda dient, zurückgriff, ist mir ein Rätsel. Anschließend nutzte man das Gebäude als Internierungslager für etwa 1400 Fremdarbeiter und leider auch Kriegsgefangene. Über der Stadt kam es während des Zweiten Weltkrieges schon ab 1940 zum ersten Luftschlag alliierter Streitkräfte. Intensiviert wurden diese Angriffe ab 1943, als die meisten deutschen Truppen schon längst geschlagen, getötet, gefangen genommen oder blind dem propagandierten Endsieg entgegen noch einem sinnlosen Kampf zum Opfer fielen. In diesen schweren Tagen wurden bei insgesamt 38 teils verheerenden Angriffen auf die Stadt auch das Dach, 2 Drittel des Gebäudes und etwa 60% des großen Saals im Kristallpalast zerstört. Ob und wie viele Menschen bei dem Angriff hier im oder am Gebäude zum Opfer fielen, ist nicht bekannt. Insgesamt starben stadtweit 4.500 bis 6.000 Menschen durch alliierte Bombenangriffe. Nach dem Ende des Krieges sprach man sich schnell für den Erhalt und den Wiederaufbau des Gebäudes aus. Entsprechend begann man mit der Räumung des Areals ab 1946. Es folgte am 12. November 1948 der ersehnte Beschluss zum Wiederaufbau. Damit war der Weg nun frei und abgesegnet. Etwa 5 Jahre sollte es nun dauern, bis am 26. November 1953 die Wiedereröffnung feierlich verkündet werden konnte. Der Palast hatte ein sagenhaftes Comeback, genauso wenn nicht sogar noch beliebter als in den 20er Jahren. Varietékunst vom Feinsten, Konzerte und Tanzveranstaltungen jeglicher Art sorgten für volle Säle und ständigen Ausverkauf. So war man 16 Mal im Monat komplett ausgebucht. Einen derartigen Besucherandrang gab es regional nirgends, doch die Konkurrenz schlief nicht und sollte schon bald den Weg in jede Wohnstube finden. Traf man sich noch wenige Jahre zuvor in Fernsehstuben, um gemeinsam wie im Kino fernzuschauen, waren sie nun bald salonfähig, immer günstiger und schon bald Massenware.
das Fernsehgerät. Ab Ende der 50er Jahre nahm der Ticketverkauf entsprechend trotz des beliebten Kristallpalastes ganz Großprogrammes immer mehr ab. Außerdem begrenzte man die finanziellen Mittel immer mehr und spätestens nach dem Bau der Mauer, als nun auch westliche Künstler aus dem Programm schieden, wurde die eifrige Wiedergeburt, die durch den Staat gestützt wurde, nun auch durch diesen wieder zunichte gemacht. In den 60er Jahren übernahm die Handelsorganisation die Bewirtung der Gaststätte im Gebäude, während Reihenveranstaltungen schon bald nicht mehr ausgelastet waren und es immer lichter im Programm wurde. Ende der 60er Jahre gehörten Tanz- und nun auch Verkaufsveranstaltungen zum täglichen Geschäft. 1975 erinnerte man am Gebäude mit einer durch Dieter Borchardt gestiftete Gedenktafel aus Bronze an die Verhaftung des roten Geigers Eduard Sirmus. Leider fehlt von dieser Tafel heute jede Spur, trotz dass sie unter Denkmalschutz steht. 1977 oder 78, da gibt es verschiedene Quellen, zogen die frisch gegründeten Kugelblitze in den Kristallpalast ein. Besonders hierbei, die Spielstätte des Kabaretts fand in einem Zeltplatz, welches im Gebäude aufgestellt wurde. Bis 1986 nutzten die Schauspieler das Objekt, bis es gesperrt werden musste. Ende der 80er Jahre kam es noch zur provisorischen Nutzung einiger Räume, die zu Büros umfunktioniert wurden, aber spätestens mit der Sperrung 86 war eine öffentliche Nutzung grundsätzlich untersagt, der Zutritt baupolizeilich verboten. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1989-1990 wurde das 1940 in Reichsbesitz beschlagnahmte Gebäude, welches im Anschluss nach 1945 in Staatsbesitz überführt wurde, nun endlich wieder den eigentlichen Eigentümern bzw. der Erbengemeinschaft Jordan, also den Nachfahren der ursprünglichen Besitzer, zurückgegeben. Der Kristallpalast sah nun leider längst nicht mehr so aus, wie er früher mal aussah. Man versuchte in den 90ern rasch einen Käufer zu finden, der dem alten Objekt wieder Leben einhaucht. Doch auch innerhalb der Erbengemeinschaft gab es Zoff, der erst vor Gericht geklärt werden konnte. Zwischenzeitlich stand die Vision eines Studenten im Raum, der mit Millionen ein Varieté hier etablieren wollte. Leider wurden auch diese Pläne nie verwirklicht. Der Zustand war mittlerweile desaströs. 2011 stürzte das Dach des großen Saals ein. Eine Katastrophe für den Erhalt dieser geschichtsträchtigen Immobilie, die längst unter Denkmalschutz stand. Der Denkmalschutz sichert zwar erst einmal den Erhalt, sorgt aber auch für Unmut bei potenziellen Käufern, die sich an die strengen baulichen Richtlinien halten müssen. In einem Artikel las ich, dass der Kristallpalast rein als Gebäude weder ortshistorisch noch seine Architektur besonders im Sinne vergleichbarer Gebäude gewesen sein soll. Und auch im Denkmalschutzregister taucht eine solche Beschreibung ebenso nicht auf. Während das Vorderhaus, wenn es denn noch stehen würde, der Beschreibung ortshistorisch doch näher kommen würde. Im selben Jahr, also 2011, gründete sich ein Verein zum Erhalt des Kristallpalastes, der ausschließlich aus ehrenamtlichen Mitgliedern besteht und gerade in den ersten Jahren nach der Gründung Treffen ehemaliger Mitarbeiter und Ausstellungen organisierte, um so an die Geschichte zu erinnern. Ziel ist es außerdem, langfristig den Erhalt und eine Sanierung bis hin zur Wiederbelebung als Kulturveranstaltungsort anzustreben. Doch auch 12 Jahre nach der Gründung des Vereins hat sich eher wenig getan.
2016 kam es zur gerichtlich angeordneten Zwangsvollstreckung, doch keiner wollte das mit einer Grundlast von 345.000 Euro behaftete Grundstück kaufen. Der reine Verkehrswert belief sich auf etwa 68.000 Euro. Interessanterweise fand sich dann aber doch noch ein Käufer, der kein geringerer war als Hans-Joachim Jordan selbst, welcher vorher die Erbengemeinschaft vertrat. In einem umfangreichen Artikel der Volksstimme berichtete man über dieses Thema ausführlich. Hier liest man, dass ein angrenzendes Grundstück zusätzlich erworben wurde, um so Investoren anzulocken und damit die Chance zu erhöhen, dass es doch endlich zu einer Sanierung kommen könnte. Und tatsächlich gab es und gibt es wohl immer noch Kaufinteressenten. Leider verstarb Hans-Joachim Jordan 2017, somit wird er seinen Kristallpalast wohl nie wieder betreten können. Seine Söhne übernahmen die weiteren Verhandlungen und holten auch die Stadt ins Boot, bis sich ein Investor fand, der Anfang 2020 die Immobilie samt Grundstück kaufte. Doch seitdem herrscht Funkstille und es tut sich wieder nichts. Und das seit Jahren. Auch vom Verein hört man seit 2020 nicht mehr viel, zumindest auf der Internetseite. Dort liest man von einem guten Rutsch ins neue Jahr 2020, einem Museum, welches bald eröffnet werden soll, und vom neuen stummen Investor. Zwar ist man auf verschiedenen sozialen Plattformen im Netz unterwegs, allerdings scheint lediglich auf Facebook immer mal ein Update zu kommen, wo man auch die ersten Bilder für das geplante Museum sieht. Ich drücke dem Verein sehr die Daumen, dass die Bemühungen nicht umsonst über die Jahre waren und dass die Stadt sich dem Problem mehr annimmt. Ich verlinke euch den Verein unten in der Videobeschreibung, aber wie gesagt, schaut eher mal auf Facebook vorbei, dort findet ihr eher ein Update. Der Zustand ist wie auf den Bildern und in den Videos zu sehen, eine Katastrophe. Etliche Gebäudeteile waren eingestürzt, vor allem die bühnenseitigen Treppenhäuser und natürlich der große Saal, der auch Teile des Kellers zum Einsturz brachte, als das Dach herunterkam. Ich bin kein Statiker und kein Architekt, aber ich habe Gebäude gesehen, die ebenso unter Denkmalschutz standen und weniger Schäden hatten, aber abgerissen werden mussten. Ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, aber die Hoffnung stirbt wohl bekanntlich zuletzt. Aber was sagt nun ihr zum Kristallpalast? Ja, auf jeden Fall wieder aufbauen oder etwas Neues unter dem alten Namen dort errichten, vielleicht ja nur die Bühne erhalten und den Rest ringsrum abreißen oder. Ich freue mich, von euch zu hören und eure Ideen und Eindrücke, vielleicht ja auch Geschichten über diesen Ort zu lesen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt zum Schluss wie immer noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier mitnehmen konnten. Und glaubt mir, es waren eine Menge Bilder. Die findet ihr dann auch auf Instagram und auf Facebook. Die Links sind ja unten mit verlinkt. Gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge gefallen hat und abonniert uns für viele weitere Folgen in der Zukunft. In diesem Sinne bleibt mir gesund und munter. Wir hören uns demnächst. Macht's gut, bis bald und ciao.